Hallo und willkommen zurück hier bei Goldrush Game. Hier beim Jürgen. Ja, und wir machen das, was wir am besten können: hin und her fahren und baggern. Bin gespannt, ob ich es irgendwie wieder vernünftig hinkriege. Ich bin es einfach nicht mehr gewöhnt. Das ist so schlimm. Habt ihr gesehen, letzte Folge? Zwischendurch habe ich einfach vergessen zu reden. Einfach so. Man gewöhnt sich sowas schnell ab, also ist wirklich so. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. So, hier brauchen wir gar nicht weitermachen, da können wir gleich erst baggern, wenn wir muss ich gucken, dass ich dann da hinten die andere Ecke mache. Jetzt hier noch die letzten Reste so zusammenkratzen, was geht. Geht noch nicht mal. So. Und dann muss ich um die Ecke arbeiten. Und zwar müssen wir hier jetzt so ein bisschen machen. Ja, ich denke mal, mindestens 2-3 Autos müssen wir fahren. Noch. Zwei haben wir jetzt. Mit 5 müssten wir hinkommen. Ja, eigentlich. Eigentlich. Aber sehen wir dann ja. Oh. Doofe Ecke. Ich denke mal, eine Folge werde ich noch hochladen heute. Und diese halte ich dann für morgen. Dann muss ich gucken. Eigentlich müsste ich auch ein Video schneiden. Könnte ich eigentlich nachher auch noch mal schnell machen vom GTA. Ja, da habe ich aber noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden fürs Mikro und für die anderen. Die hört man ja auch. Es geht ja nicht über Spiel, es geht ja dann über Teamspeak. Und da muss ich erstmal die richtige Lautstärke finden und so. Das ist gar nicht so einfach. Dann hast du auch Leute bei, die furchtbar leise reden. Natürlich schön, wenn man dann Zuschauer hat, die einen dann sagen, guck mal, die anderen sind alle so leise. Du bist so furchtbar laut, die anderen sind alle so leise. Dann kann man das einstellen. Auch den Spielsound und. Aber leider. War es dann nicht so. Das, was du im OBS hörst und das, was ich im Spiel höre, das sind zwei Paar Schuhe. So, dann können wir auch schon wieder zurückfahren, ne? So wie das aussieht. Wegkrieg. Egal wie. Da ist immer so unheimlich weit rumdrehen, ne? Die Gabel, die Schaufel.
So, jetzt mit dem doppelten Clean Out, muss ich sagen. Ja, naja. Noch einen packt ihr eh nicht. Können wir so lassen. Dann läuft das schon ein bisschen besser. Zumindest kommt mal ein bisschen Gold zusammen. Zwar auch nicht so viel, aber es läuft. Ja, besser als wenn wir jeden Tag nur 20, 30 haben, wo wir am Anfang hatten. Machen wir lieber einen großen Clean Out. Geht ja. Das funktioniert ja. So, jetzt werde ich aber mal eben schnell tanken fahren, glaube ich. Bevor wir nämlich gar keinen Sprit mehr haben. Eine Sekunde. Mal eben hier mal zurecht drücken. Na komm schon. So, Tankfahrer, ne? So, wo war das? Uno Sekundo Duo. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Sprit noch im Bagger war. Aber damit müssen wir eigentlich hinkommen. Weil er hat ja nicht zu wenig. Hup. Jetzt stehen wir aber sehr nah hier, ne? Kommen wir dran? Ja. So. Bagger, bagger, bagger. Nun denn. So, ja. Und jetzt wieder raus damit. Haben wir ja, ne? Okay. Auf geht's, weiter. Müssen wir aufpassen. Müssen wir wieder Bremse ranhauen, weil wir vergessen haben, den Motor anzumachen. Nein. Jürgen, irgendwann wirst du es auch gelernt haben. Okay. Das könnte allerdings ein Problem geben. Ich hoffe nicht, aber ich sag ja, es könnte. Habe ich gerade noch dran gedacht, ne? Mal schauen, wie viel Sprit drin ist. Ich kenne noch meine Pappenheimer. Noch mal ein Bagger. Na, aber für diese Furie, genau, für diese Furie reicht das noch. Für diese eine Tour. Und für eine zweite wird es auch noch reichen. Auf jeden Fall, definitiv. Und im Zweifel baggern wir so lange, bis nichts mehr drin ist und dann holen wir ein bisschen rüber. Waren ja noch ein paar Tropfen drinne im Pickup Tank, der jetzt abgehangen war. Warum der abgehangen? Ich weiß immer noch nicht, warum der gestern abgehangen war. Keine Ahnung. Ich habe den nicht abgehangen, oder habe ich den abgehangen? Ich habe doch nichts umgeschoben. Warum sollte ich den denn abhängen? Jetzt mal ganz ehrlich, warum sollte ich den denn jetzt abhängen? Da war ja nichts. Den hat er automatisch zurückgesetzt. Der Eimer hat auch nicht geklappt. Aber das ist immer so, wenn ein Update gab,
Dann spinnen immer die Eimer rum. Im ersten Moment. Ja, Season 9 ist wieder geöffnet. Jetzt können sie wieder wie die Doofen. Ja. Ein Bild von Parker erwerben. Ja. Können sie dann auf der Waschtrommel oder irgendwo drauf pappen? Dann haben sie das Bild von Parker da drauf, Alter. Am Anfang war der ja sympathisch. Ja, der kleine Junge, der Anfänger, der Streber. Und was ist? Alter, der macht ja eine Leute, der nutzt die so aus. Das ist unglaublich mittlerweile. Das ist Tony 2. Da ist mir der Tony sympathischer. Bei dem weiß es wenigstens. Weißt du, da bist du darauf vorbereitet, dass er dich zusammen scheißt. Naja, im Film wird ja nur gezeigt, was er da macht. Ich glaube nicht, dass der wirklich nur das macht, was die im Film zeigen. Ich denke mal, das ist so eine extra abgestellte Mine mit ein paar Leuten, die dann... Ne? Das ist, was ich meine. Weil man kann mir viel erzählen. Aber dass man ein Stück in einem Jahr wegbuddelt, wo man normalerweise 2-3 Jahre für braucht, glaube ich nicht wirklich. Dass das jetzt so einfach geklappt hat. Nie und nimmer. Glaube ich nicht. Auf gar keinen Fall. Die Wahrheit werden wir sowieso nicht erfahren. Wir können da hinfahren und uns das angucken. Und uns mit den Leuten unterhalten. Ja? Wenn du dann jemanden besonders gut kennst, der dir dann die Wahrheit sagt, dann sagst du auch, Alter, die verarschen uns ja von vorne bis hinten. Und so ist es auch. Ich denke mal, mit den ganzen Breakfast von Tony und so. Dass der die trotzdem noch in Betrieb hat. Nur so tut, als wenn sie nicht in Betrieb wären, weil er keine Wasserlizenzen hat. Oh, Moos wurde ausgetauscht. Na, dann ist das ja alles nicht mehr so weit weg, ne? Könnten wir Glück haben, dass das jetzt schon vorbei ist. Motor an, Mensch. Muss ich da mal wieder knabbern? Ein bisschen klauen. Dummer ist, wir stehen jetzt so ein bisschen sehr schräg mit dem Bagger. Oh, immerhin 4%, ne? Oh ja, also doch. Zumindest ein Eimer. Gut. Cleanout Ende. Ich komme. Das war eigentlich der Ausschlaggebende. Der Eimer oben aus der Rinne.
Machen wir damit. Aber das lassen wir nur drüber laufen, ne? Das hier. Das lassen wir einfach nur rüberlaufen. Ziehen das Wasser ab. Das andere können wir schon mal alles abstellen. Und dann haben wir schon mal eine Fuhre für die nächste Folge. In 15 Minuten? Komm, dann kriegen wir auch noch einen Cleanout hin, ne? Da kriegen wir den Cleanout noch hin heute. Dann ziehen wir das jetzt durch. Dann ziehen wir den Cleanout durch. Das ist einfach so. Jetzt mal hier beeilen ein bisschen. Ja, und wisst ihr schon Bescheid, dann wird die Folge wieder 2 Minuten länger. Ja, oder 3. Kann auch sein. Da unten können wir auch noch wegbaggern, ne? Habe ich gesehen. Da waren wir auch noch nicht ganz unten. Jetzt sind wir ganz unten. Hier geht es ein bisschen flotter, wenn man nicht so weit weg muss. Wenn man nicht so weit drehen muss mit dem Arm. Das macht schon richtig was aus. Ja. Können wir hier auch noch was wegnehmen. Ne, ist zwar nicht viel, aber immerhin. Ja, läuft doch. Ja, irgendwie ab 50% wird es immer schneller, ne? Dann geht der Druck zurück. Habe ich das Gefühl. Zwei noch. Einmal. Und noch einmal. Motor aus, umsteigen, Motor an. Ab geht's. Volle Pulle. Jo, und dann können wir einen Cleanout machen. So, dann wollen wir das Wasser abziehen. Mal eben schnell. Schon ist gut. Dann anschließen. Können wir schon mal ausmachen? Ah, hier können wir sie alle ausmachen. Planter kann aus, der 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 kann aus. So. Der kann aus, der kann aus.
Bin ich doof. Die müssen an. Der muss ja hier weiterlaufen. Gut, dann können wir schon mal... Ja, die Eimer holen wir ja später. So, hopp. Ja. Können wir hier schon anfangen. Mit unserer Arbeit. Quasi. Warum geht das nicht? Hallo? Hä? Was ist denn jetzt los? Und wieso ist denn der Eimer nicht ausgetauscht? Ist der wieder nicht drin? Doch, der ist drin. Nein, der ist nicht drin. Jetzt ist er drin. Oh, das ist zum Kotzen, ne? Oder? Das ist wirklich zum Kotzen. Huch. Aber warum ging jetzt die Matte da nicht rein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir müssen... Entschuldigung. In der Zeit, wo wir hier die Matten rein tun, kann das da oben leer laufen. Ne? Also, den Joystick mal runterstellen. Den brauchen wir nicht. Dann habe ich auch hier ein bisschen Platz mit meiner Maus und Tastatur. Dann geht dann nämlich auch alles viel besser. So. Okay. Gut, einmal hoch. Ist leer. Der ist voll. Ja, perfekt. So, mal einmal ausschalten. Ich bin mal gespannt, wann sie das mal ändern hier. Aber das ist ein bisschen doof. Oder dass man das nicht mehr brauchen kann, dass man direkt da reinschüttet. Aus irgendeinem Grund oder aus irgendeinem... Naja. Ihr wisst, was ich meine. Solange wir Wasser haben, lassen wir mal laufen. So, angeschlossen ist. Jo. Strom haben wir auch. Nehmen wir die Abkürzung. Hui. Ah. Tada! Verdammt! So. Ja, jetzt muss ich mich beeilen. Aber kriegen wir hin. Komm her. Lümmel. So. Jo, Goldhunter. Sag ich mal so. Ist quasi noch nicht spielbar, also nicht als ne? Also solange da keine Save-Funktion drin ist, lohnt es sich nicht, da großartig einen Stream zu machen oder eine großartige Folge. Man kann immer nur zeigen, was ist neu, und das war's dann aber auch. Mehr kann man eigentlich nicht zeigen. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Es fehlt wirklich diese Safe-Option. Und dann könnte man auch mal ein bisschen Gold zusammenkriegen. Oder mal da wirklich rumrennen und Gold suchen im Wald und so.
erstmal ein bisschen Geld verdienen. Wäre schon eine interessante Sache, aber so ist es leider. Naja. Naja. Na, genau. Naja. Ist so. Gar keine Diskussion. Es ist so. Warum haben wir immer Probleme mit dem einen Eimer? Ne? Warum gibt es immer Probleme mit dem hier? Ich verstehe das gar nicht. Sind alle drin? Alle raus? Ja. Müssen wir mal hier reinhüpfen. So. So schnell so eine einfach so eine einfache Melodie ist doch so schnell gemacht, ne? Eigentlich, wenn man ein bisschen ja Ahnung davon hat. Wenn man so sieht, Ranzratte und so. Also der kann das ja auch gut. Der hat das ja auch drauf. Mit dieser Loopstation. Aber der hat auch ganz anderes Equipment. Vom Mikrofon her und so. Das kannst du gar nicht mit ja, dem, was ich habe, vergleichen. Aber man kann uns sowieso nicht miteinander vergleichen. Was der pro Abend verdient, das verdiene ich im Monat. Wirklich. Obwohl er keine Spenden kriegt. Also sind schon mal welche, aber nicht so viel. Ja, wenigstens das hat er. Hast du gut gemacht. So, mal eben dahinter schmeißen. Zack. Ich müsste, ja, so ein was auch verschiedene Töne kann, zum Beispiel so ein, ja genau, so ein, wie nennt sich das, Keyboard, nicht Tastatur, ich meinte jetzt ein elektronisches Keyboard, wo man da Musik drauf macht. Da muss mindestens 50% sein, sonst brauchen wir gar nicht machen. Dafür drei Krümel im Eimer. Ach, 15% lohnt sich. Ja. Schönen Haufen habe ich hier. Ich mache schon so schnell ich kann.
bei 30 Minuten sind wir. Nee, wir ziehen das jetzt durch. Scheiß drauf. Ihr sollt den Cleanout mitmachen. Ich werde jetzt nicht anfangen, für den Cleanout noch eine neue Folge. Das ist Quatsch, oder? Ist doch so. Wieder kurz vorm Ende. So wie der Grumpter, den man kann, ne? So immer dann, wenn es meint, jetzt wird spannend, dann macht er eine Tür auf. Ende. Okay. Bei dem ist es natürlich, teilweise auch Absicht. Das ist halt sein Image. So, hier habe ich alles. Soweit, ja. Matten sind alle drin. Oben noch die zwei Eimer holen. So. Dann die Kurve. Und dann müssen wir rückwärts laufen lassen. Ne? Stopp. Das könnte reichen. Gucken wir mal. Ich dachte, könnte. Ob wir hier so hinkommen? Das geht. Das klappt. Also langsam habe ich das Spiel im Griff, glaube ich. Bin ich gut. Bin ich gut. Motor läuft noch. Bergauf, ist immer so schwer. Auf jeden Fall habe ich meine Motorhaube wieder. Das ist wichtig. Licht können wir ausmachen, ne? Ah, okay. So. Mal gar nicht lange fackeln hier. Oh oh. Oh oh. Ja. Ne? Arg wenig. Arg wenig. Nicht argwöhnisch, sondern arg wenig. Mal ganz ehrlich zu sein. 25. Für einen vollen Eimer. Oha. Das gibt wieder so ein. Aber 27 haben wir schon, diesen Eimer. Vielleicht haben wir ja Glück, dass es ein bisschen mehr wird. Na? Ja, ich glaube nicht, dass sich da noch viel ändert. Da wird sich nicht viel ändern. Das wird so mit dem Gelumpe bleiben. Ja, wenn wir jetzt 50 Unzen zusammenkriegen, dann sind wir gut. Was ich nicht glaube. Aber okay. 50 Unzen am Tag. Ja, lasse ich mir gefallen. Wenn es denn so wäre. Hallo? Mitkommen. Wenn es denn so wäre, was ich nicht glaube, haben wir hier noch einen? Ja, einer ist noch. Einen komischen Eimer hatten wir ja dabei, ne? So, alles? Ja, die holen wir gleich. Jetzt machen wir die erstmal hier. Die hatten ja einen komischen Eimer. Wahrscheinlich wird einer überbleiben. Müssen wir mal gucken.
Habe ich mir gedacht, einer bleibt über. Der war sowieso zu viel unten. Ich glaube, einmal hatten wir eh zu viel unten. Aber ich weiß es jetzt nicht genau. So, 4, 6, 8, jo. Zack. Das ist oben aus der Rinne. Nur zur Info. Gucken, was die zwei bringen. Ja, wenn wir unter 100 sind, ist das nicht so gut. Die müssen schon über 100 sein. Komm, wir holen schon mal den hier. Das schütte ich aber nicht ran. So, und nun kommt das große Erwachen. Okay. Ich kann schon mal hier vorbereiten, ne? Na, komm. Okay, 220. Das ist ja noch nicht mal so schlecht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, so schlecht ist es jetzt gerade mal nicht. 220. Ich weiß. Wir hatten da mal 800 und so. Aber man muss auch mit ein bisschen kleinerem zufrieden sein. Umso größer freut man sich, wenn es mehr ist. So ist meine Einstellung. Klappt doch gut, 40 Minuten. Ich meine, die Folge ist zwar jetzt ein bisschen länger, aber ne, dafür haben wir den Cleaner und mit drin. Das ist ja wichtig. Eins der wichtigsten Sachen, die wir überhaupt haben. Clean out. Jetzt mach hin. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel wir, aber wir haben schon über 1000. Ja, und das ist ja auch schon mal was wert. Wenn man überlegt, davon haben wir dann 350.000 haben wir alleine schon an Pacht bezahlt. Dafür hat der Kerl nichts getan. Der hat nur gesagt, jo, du darfst bei mir Bude. Aber wir kriegen ja Geld nicht zusammen, um den Claim hier zu kaufen. Das können wir knicken. Wenn wir Glück haben. Ich bin gerade überlegen, wenn wir Glück haben. Ne? Wenn wir Glück haben. Oh, auch schon. Ganz vergessen. Mit dem, was wir über haben, dann haben wir ja noch 600.000. Wenn sich das lohnt, muss ich überlegen am Ende der Saison. Wenn sich das lohnt, kaufe ich den Claim. Aber es muss sich lohnen. Sonst ist, kannst du knicken. Weil wir hätten jetzt schon. Ja, ich würde sagen 1400 Unzen. Was jetzt? Hallo? Nicht einschlafen hier. Sieht immer so stark aus. Ja.
Ich bin immer noch am Überlegen. Vergiss. Ja. Vielleicht doch, komm. Also, wenn wir genug Geld haben. Also die. $1,800 für den zu kaufen. Ich würde sagen, da mache ich das auch, weil das lohnt sich bestimmt. Das lohnt sich hier bestimmt. Bis jetzt haben wir ja immer gut gehabt. Gold. Ne? Und dann ist ja alles unser. Und das ist ja wichtig. Hier, dieses Magnetit. Soll man nicht verschätzen. Das gibt nämlich auch noch mal richtig viel Geld. So, und jetzt kommt der Dicke. Jetzt könnt ihr gucken, wie die Zahlen purzeln hier. 56, 57. 58. Jawohl, er rennt. 59. 60. 61. 62. Okay, doch. Läuft doch. Also 50 kriegen wir. Wenn ich das jetzt so über den Daumen peile. Nee, gar nicht, ne? 30 haben wir jetzt, oder? Ich weiß es nicht. So, wie viel haben wir? 42. Oh, das ist so wenig, ne? Das ist so bitter wenig. Man muss bedenken, wir machen zwei Clean aus. Okay, da brauchen wir auch gar nicht weiter rum diskutieren und großartig labern und so. Es ist bitter wenig. So, was ist meine Sache dazu? Mein Linksbums, ne? Dann gucken wir mal. Ja. Müssen wir uns mal überlegen. Aber okay. Fast 1100. Beim nächsten Clean-Out kriegen wir die 1100. Dann haben wir schon mal 17, über 1700. Also ich muss wenigstens noch so viel haben, dass ich 200 überhaupt. Wegen Sprit und so. Die Sachen muss ich einfach haben. Okay. Schauen wir mal, wenn die Saisonende ist. Sind ja noch 10 Tage bis Winter. Also von daher kann ja nicht viel passieren. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.